Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Tetsuo, dem nervenaufreibenden Minecraft Let's Play mit GIF Gaming, also mit mir. Und nervenaufreibend war es ja auch im letzten Part, damit meine ich nicht nur Part 16, der ja auch schon krass war mit der Spinne, wo ich beinahe gestorben wäre. Da habe ich übrigens gleich noch was dazu zu sagen, komme ich gleich drauf zurück. Sondern nervenaufreibend war es natürlich auch beim letzten Mal, beim Fanfreitag, beim ersten Fanfreitag mit JJ. Ich hoffe, euch hat das total gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich in diesem Fanfreitag gestorben bin, aber nicht in einem Dungeon, sondern nicht in die Lava gefallen oder sonst irgendwas Blödes. Nein, ich bin auf der Weide im Gras gestorben, jämmerlich verhungert. Und dabei ist mir im Nachhinein noch eingefallen, dass ich ja am Baumhaus vorbeigelaufen bin, dass ich noch in der Truhe noch einen Apfel hatte, mindestens ein oder sogar zwei. Naja, so war es. Leider eine Menge Erfahrungspunkte verloren. So kann es eben vorkommen. Das nächste Fan-Freitag-Projekt, das ist schon in Planung. Ich habe Blatzgall schon Bescheid gesagt, ich habe mit dem schon gesprochen. Und das nächste Mal wollen wir das versuchen, dass wir zweimal Facecam reinmachen und dass wir auch meinen Spielbildschirm und natürlich auch den Spielbildschirm von Blatzgall auch mit aufnehmen. Ich denke nicht, dass wir Splitscreen machen werden, das finde ich doch meistens ein bisschen komisch, sondern ich glaube eher, dass wir immer mal wieder überblenden werden auf seinen Bildschirm, auf meinen Bildschirm eben dann, was gerade eben so interessant ist. Okay, aber jetzt gibt es erstmal hier Part 17. Es geht weiter mit Let's Play Minecraft und es ist cool, dass du mit dabei bist. So, die Welt wird geladen. Wir machen genau da und dann oh, eine neue Optifine-Version ist available, aber es ist noch viel entscheidender ist, dass wir ein Enderman zu Besuch haben. Aber wir sind ja sehr gastfreundlich, wie ihr gemerkt habt. Der hat da noch ganz schön lange nachgejammert. Ich glaube, das sind auch Soundeffekte, die mit dem Update, mit dem letzten Update neu dazukamen. Übrigens Optifine. Also, ich konnte diesen Bug beseitigen. Diesen Durchwendeschau-Bug und das lag tatsächlich an Optifine. Und zwar hatte ich ein Grafikkarten-Update vorgenommen, Slime und Zombie, ein Update vorgenommen von meiner Nvidia-Grafikkarte. Ich habe eine GeForce GTX 560 Ti und dadurch hat sich dann eine Einstellung verstellt. Also die bei im Optifine-Forum, die schreiben eben, dass es da eine Einstellung gibt, unter Nvidia-Einstellungen, das nennt sich Treating Optimization oder so, oder Traded Optimierung oder so. Und das ist standardmäßig auf automatisch eingestellt. Und das hat diese Probleme verursacht, dass man hier doch Wände gucken kann. Das heißt, wenn... Boah, das ist schön gewachsen hier. Das heißt, wenn man das auf ausstellt, dann gibt es hier keine Probleme mehr und der Bug ist tatsächlich weg. Also nur, falls ihr das auch mal habt und noch nicht wisst, wie ihr es losbekommt. Nvidia-Einstellungen, Traded Optimization, das ist es. Okay, JJ hat letztes Mal ja mit mir zusammen hier diese Getreidefarm gebaut, beziehungsweise eigentlich hat sie das gebaut, alleine. Und ich habe mit Bugs zu kämpfen gehabt, bin jämmerlich verhungert und so weiter. Wisst ihr, was da los war? Und das hat die hier sehr, 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 sehr cool gemacht. Ich habe das hier noch ein bisschen leicht verändert. Ich habe halt die Decke auf eine Höhe gebracht, das ist ein bisschen... dass man es besser einsehen kann. Und sonst sieht das hier richtig, richtig cool aus. Also, wir haben hier, sind noch nicht alle ganz reif, aber fast, wenn das gleich reif ist, werden wir das hier nochmal ernten. Und dann werde ich es nochmal zeigen, dass das jetzt auch wirklich wunderbar funktioniert. Dadurch haben wir genügend Brot und werden dadurch nicht verhungern. So, apropos verhungern und sterben. Ihr hattet ja geschrieben, dass es tatsächlich so sein soll, dass man an Gift nicht sterben kann. Sondern, habt ihr geschrieben, Gift, du hast das hier so extrem dargestellt. Oh, halbes Herz nur noch übrig. Oh nein, ich wäre fast draufgegangen. Und dabei weiß doch jeder Minecraft-Spieler, man kann an Gift nicht sterben, sondern bei einem halben Herz hört das auf.
Und man überlebt das. Und die Frage ist, ist das wirklich so? Ich töte mal kurz den Slime und die beiden Zombies. Und dann reden wir darüber nochmal. Oh, will er hier duschen gehen? So, ihr seht auch, wir haben schon wieder 27 Level, obwohl wir so viel gestorben sind. Obwohl wir gestorben sind im letzten Part einmal, nicht viel, einmal. Obwohl wir so viel verloren haben, wollte ich sagen. Ich habe hier gar nicht viel gemacht nach dem Part mit JJ. Ich habe wirklich nur draußen, also das war mir eine Lehre, dass ich verhungert bin. Ich habe wirklich nichts anderes gemacht, wie ein paar Schweine und Kühe getötet, damit ich genügend Nahrung habe, damit mir das nicht nochmal passiert, was mir hier passiert ist. Wo ist denn der Schleim? Das ist nur das Lava. Oder? Naja, ist kein Schleim. Ich dachte, es wäre ein Schleim, aber habe mich wohl ein bisschen getäuscht hier, ne? Das hört sich schon so an. Schleim und Lava kann man nicht immer unterscheiden. Und dann habe ich ein bisschen Kohle habe ich abgebaut. Und das war auch, das regnet so auch noch rein. Ein bisschen Kohle abgebaut, das war dann auch schon alles. Und dadurch habe ich so schnell wieder diese Level gekriegt. Also dadurch, dass man jetzt auch Erfahrungspunkte kriegt für Sachen schmelzen, für Sachen abbauen, ist es wirklich so, dass man sehr schnell diese Level wieder hat. Da bin ich auch froh drüber. So, also, Thema halbes Herz. Und dann höre ich auch auf zu reden und spiele auch endlich wieder. Es ist so, dass wenn man auf Schwierigkeitsgrad einfach spielt, dass man dann tatsächlich nur die Hälfte der Leben durch Gift verlieren kann. Wenn man auf normal, also auf Standard spielt, dass man dann ein halbes Herz übrig behält. Aber wenn man auf schwer spielt, dass man dann tatsächlich am Gift sterben kann. Und natürlich spielen wir logischerweise auf Schwierigkeitsgrad schwer. Das war von Anfang an so. Das werden wir auch nicht ändern. Das möchte ich auch so beibehalten. Ich bin ja bisher auch nur verhungert. Und das hatte nichts mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Genau. Das heißt, diese Szene war nicht gefaked. Ich hätte tatsächlich draufgehen können am Spinnen-Dungeon. So, ich will nichts mehr hören. Aber danke für die Information. Ich wäre fast draufgegangen. Okay, ich habe hier, das ist der Weg zum Spinnen-Dungeon. Ich habe hier das ein bisschen, ja, komm du hoch. Ich habe das hier ein bisschen was verändert hier. Also, ich habe hier kaum was gemacht. Sondern es ist ganz einfach so, dass hier der Bereich war. Hier war diese Kohle auf der Erde. Und hier war ganz, ganz viel. Der Raum hier war gefüllt mit Kohle und mit Kohle war der gefüllt und mit Kies. Und weil er mit Kohle und Kies gefüllt war, habe ich den eben hier ausgehoben. Dann können wir nachher vielleicht hier noch was Schönes reinbauen hier in diese Halle. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und jetzt habe ich quasi meinen Weg hier direkt verbunden mit dem Weg zum Dungeon. So, da geht es jetzt hoch. Ich möchte da gerade auf jeden Fall dann noch ein paar Treppen auf jeden Fall hinbauen. So, es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, wie ich weiterzocken kann. Also, ich habe ganz viele Ideen. Ich möchte am Baumhaus weiterbauen. Ich möchte am Baumhaus, möchte ich euch mal kurz zeigen, was ich da machen möchte. Das klingt echt merkwürdig. Geht er doch mal ganz kurz nach oben. So, wir müssen hier auf jeden Fall an dieser Leiter, die müssen wir besser sichern. Es ist ganz oft passiert, dass ich hier vorbeigelaufen bin und dass da ein Creeper stand. Und dann hat es mich hier erwischt. Habe ich hier knapp überlebt. Und ich konnte die Leiter und die Steine neu setzen. Das ist mir doch oft passiert, dass man daran vorbeiklettert, dass dann eben ein Monster angreift. Und mich hat auch schon ein Skelett abgeschossen und lauter solche Geschichten. Das müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen besser machen. So, dieser Weg hier zum Baumhaus ist mir schon länger so ein bisschen ein Dorn im Auge. Weil der, naja, ihr seht's ja. Glück gehabt. Weil der ja nicht so schön gebaut ist, ne? Den will ich auf jeden Fall verändern. Und ich hatte mir Folgendes überlegt. Dass wir von hier einen geraden Weg nach drüben machen und dann, dass man das hier dann nochmal schön verbindet mit ein paar Zimmern, mit ein paar Häuschen. Und ich möchte diesen langen Gang für was Besonderes nutzen. Ich möchte, dass so eine
eine Galerie machen, eine Fan-Freitag-Galerie. Das heißt, es wird ein ganz langer Gang und da werden Fotos aufgehängt. Ich kann ja das Texture Pack editieren, das heißt, ich kann diese Gemälde, die man in Minecraft quasi reinmachen kann, diese Gemälde kann ich editieren und kann da Fotos reinmachen oder so, was ich möchte. Und ich möchte dann quasi jede Person, die mitgespielt hat beim Fan-Freitag, die soll dann eben ein Foto bekommen, was dann eben in dieser Fan-Freitag-Galerie hängt, dass wenn man eben vorbeiläuft und man dann eben vom Baumhaus zum Dungeon läuft oder umgekehrt, dass man dann eben vorbeiläuft und diese Fotos sieht von all den netten, coolen Abonnenten, die mal mitgezockt haben. Das würde ich sehr, sehr schön finden. So, das heißt, es gibt jetzt auch drei Möglichkeiten, um weiter zu zocken. Zum einen am Baumhaus weiterbauen. Wir haben ja auch hier das Dach am Baumhaus noch nicht ausgebaut. Da regnet es ja auch rein. Es wäre voll schön, wenn man bei Minecraft hier so ein Fernglas hätte. Wenn ich jetzt hier so ranzoomen könnte und gucken könnte, ob da irgendwie Monster drin rumlaufen. Aber ich glaube es ja nicht. Aber das wäre doch schön, so ein Fernglas, dass man ein bisschen ranzoomen könnte von Weitem. Auf jeden Fall will ich das Baumhaus ausbauen. Ich möchte aber auch hier diese unterirdische Lava-Wasserbastion möchte ich auch noch weiter ausbauen, auf jeden Fall. Und ich möchte natürlich den Spinnendungeon stürmen und räumen. Dazu muss ich mich natürlich vorbereiten. Ich möchte mir, auf jeden Fall brauche ich eine neue Rüstung. Ihr seht ja, mein Helm ist ja schon kaputt. Dann möchte ich auf jeden Fall das Schwert verzaubern. Ich brauche genügend Pfeile. Pfeile habe ich mir auch gemacht mittlerweile. Das heißt, ich möchte mich ausstatten und zurüsten, damit ich, da oben hat es übrigens noch Eisen, damit ich in diesen Spinnendungeon rein kann. So, ihr könnt jetzt schreiben in die Kommentare, was ihr gerne sehen möchtet. Ob ihr sagt, ach bitte, gif mal wieder zum Baumhaus zurück, bau mal ein bisschen Baumhaus aus. Oder ihr sagt, na, die Lava-Bastion ausbauen. Oder dass ihr sagt, nee, so schnell wie möglich Vorbereitungen und dann in den Dungeon. Also das könnt ihr eben mitbestimmen, schreibt das in die Kommentare als Vorschlag und dann, wenn jemand einen Vorschlag schon geschrieben hat, dann könnt ihr ja einfach da dann so einen Thumb abgeben und dann weiß ich, wie viele Leute dann das auch so wollen, dann kann ich da ein bisschen drauf eingehen. So viel Glas brauche ich gar nicht, aber ich möchte jetzt hier ein bisschen was noch ändern. Habe ich hier eigentlich irgendwo Holz? Wieso habe ich hier kein Holz? Habe ich hier nirgends Holz? Ja, also das nächste, was eben ansteht, ist eine Baumfarm. Ich gehe gerade mal nochmal Holz holen. Immer ein bisschen Angst, wenn ich hier vorbeikletter, weil es geht nicht gut. Also ich will die Bastion auch so ausbauen, dass es dann quasi genau vom Baumhaus es direkt in die Bastion geht, dass man also gar nicht mehr durch monsterverseuchtes Gebiet oder so durch muss, bin ich jetzt so hochgeklettert, sondern dass man direkt von einer Basis in die andere eben kann. Also vom Baumhaus direkt runter in die Lava-Wasser-Bastion. Also da gibt es noch so viele coole Möglichkeiten, was wir hier noch machen können. Da freue ich mich auch schon total drauf. Ich will jetzt hier gerade nur ein bisschen Holz hier noch holen. Ich will jetzt hier eigentlich auch nicht die Bäume abpflanzen, die ich dann irgendwie als Baumhausverschönerung haben möchte, sondern irgendwelche kleineren, unbedeutenden. Na gut, der ist größer, wie man dachte. Aber den nehmen wir hier gnadenlos mit. Und Sauwetter heute. Übrigens gibt es dieses Texture Pack, habe ich ja wie gesagt verknüpft aus Spax und aus grob Fotorealism. Ich kann das auch hochladen, dass ihr das runterladen könnt. Ich hoffe nicht, dass ich damit irgendwie jetzt Spax oder Coop damit irgendwie verärgere, dass ich dieses Texture Pack kombiniert habe. Wenn doch, wenn ich das nicht hätte dürfen, dann schreibt mir das, wenn du grob oder Spax bist, wenn du ein anderes bist und dir das nicht passt, dann, naja, dann soll es mal nicht dein Problem sein.
Und aber ich kann euch das gerne zum Download auch anbieten, dass ihr das runterladen könnt, wenn ihr das benutzen wollt. Ich habe da doch schon einige Anfragen von euch auch bekommen. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Holz. Ich möchte auf jeden Fall hier noch, hätte ich gern noch mal eine Truhe. Ist halt die Frage, machen wir zwei oder eine? Sehen wir gleich. Dann hätte ich hier auf jeden Fall gerne noch mal eine Werkbank. So. Aber das klingt doch nach einem Slime. Da ist doch der Slime! Hat der sich versteckt? Da ist doch der Slime. Ich wusste doch, dass es nicht nur Lava ist. Jetzt komm her. Wegen dir habe ich jetzt hier mein Ding zwischen. Ja. So läuft das Wasser eh viel besser ab. Der hat aber nicht viel gegeben. So, ich möchte das hier... Ah, also das können wir jetzt gleich auch zünden. Ich möchte auf jeden Fall das hier noch ein bisschen verändern. Ich finde, das hat die JJ richtig, richtig toll gemacht. Und weil das so schön geworden ist, dann finde ich das natürlich auch schön, wenn man das richtig betrachten kann, natürlich auch. Und deswegen verglasen wir das, dass es dann richtig aussieht wie ein Gewächshaus. Davor möchte ich auf jeden Fall noch... Ja, wie machen wir das am besten? Nehmen wir da eine große Truhe oder eine kleine? Eigentlich haben wir... Hätten wir ja das Platz für eine... Wie viel Platz haben wir da drin? Für Getreide und Brot müsste ja eigentlich fast reichen. Ach komm, wir sind mal nicht so bescheiden. Wir machen da mal eine große Truhe. Und dann wollen wir da Glasscheiben nehmen oder wollen wir Blöcke nehmen? Okay, wir testen das einfach mal, was besser aussieht. Also das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn das dann hier so komisch... Ah, nee, das ist er nicht. Aber das Glas sieht auch ein bisschen komisch. Nee, ich denke, wir nehmen schon die Bausteine. Auf jeden Fall. Sieht das hier halt ein bisschen unförmig aus. Oder wollen wir das anders machen? Ich meine, so wäre es ja eigentlich schon logisch. Von der Anordnung her. Wenn ich das eins weiter vorstelle, habe ich mir halt ein bisschen was von dem... Gut, aber der Schalter steht ja auch vor. Nee, ich denke, wir lassen das schon so, aber ich mache das so. Dann kann ich das hier gleich einlagern. Oder gleich zu Brot verwandeln. Genau. So finde ich das schon mal sehr, sehr schön. Vielleicht hätten wir das hier vorne noch ein bisschen... Das können wir ja quasi hier vielleicht so... Irgendjemand läuft doch da, oder war das ich? Das war wahrscheinlich ich. Wenn wir hier eine doppelte nehmen, wie sieht das aus? Sieht auch doof aus, ne? Die Truhe geht ja trotzdem auf. Das war ein bisschen buggy, aber egal. Nee, wir machen das schon so. Glas hat es quasi wie Sand am Meer. Deswegen ist das eigentlich relativ wurscht, ob wir das dann... Ob wir das verschwenden. Okay, jetzt würde ich sagen, jetzt geben wir nochmal einen Schuss. Der eine ist noch nicht ganz so weit, aber egal.
Getreide abernten, Tanks JJ. Oh, ihr seht schon, da kommt's, da kommt's. Sehr, sehr, sehr schön. Doch, aber irgendwie, JJ, irgendwie hast du hier was vergessen. Irgendwie wird da links was nicht geflutet. Mal gerade mal noch gucken, ob ich das repariert bekomme. Wo ist die Feldhake hier? Ach, ich soll das Wasser vielleicht auch wieder abstellen. Fällt mir gerade so ein. Warum fließt das denn nicht überall? So, jetzt bin ich wieder keinen Platz mehr. Egal, Pflasterstein. Wer braucht schon Pflasterstein? Irgendwie. Das soll, glaube ich, nicht so sein, oder? Dass das hier so übrig ist. So, Moment. Packe ich mal kurz das Getreide schnell da rein. Dass ich den restlichen Samen hier auch voll. Das ist halt die Frage. Vielleicht, wahrscheinlich ist das Wasser hier abgelaufen und deswegen hat es das hier nicht geerntet. Das wäre ja logisch, dass da einfach aus Versehen hier so ein Bug war. Okay, gut, weil normalerweise läuft es hier ganz normal runter und das reicht ja auch. Dann hole ich hier gerade nochmal ein Stück Erde. Müsste da vorne, müsste doch eins sein. Und dann füllen wir das wieder auf. Die Zeit können wir uns jetzt auch schon kurz nehmen. Ach komm schon, jetzt ist mir wieder kein Ding mehr für Erde oder wie hier. Komm, weiße Erde. Jetzt bitte nicht in die Lava fallen, nur wegen der Erde. So, und dann nehmen wir hier mal lieber das rein, sieht eh viel schöner aus. Oh! Die Lava-Fall wegen dem Kindergarten, den ich hier mache. So, viel schöner. Dann machen wir nachher noch eine gescheite Treppe hin. Auch mit Türe und so weiter natürlich. So, dann flicken wir das Loch. Und das Coole ist ja, ich weiß ja gar nicht, es ist doch so, dass man natürlich, wenn man das aberntet, nicht nur... Oh, Skelette höre ich schon wieder. Zum Glück habe ich diesen Doch-Wände-Guck-Bug nicht mehr, sonst würde ich jetzt vielleicht sehen, wo das die hier hinter der Wand stehen und mich versuchen abzuschießen. Also beim Getreide ist es ja auch so, dass... dass wenn man das aberntet, dass man dann nicht nur Weizen bekommt, sondern dass man dann auch neue Samen bekommt natürlich. Und auf diesem Weise, ich glaube, ich habe noch nie weniger Samen gekriegt, wie dass ich Getreide abgebaut habe. Also man bekommt da immer echt reichlich. Wisst ihr, ob das zu, wenn ihr wisst, ob das zufällig ist oder ob das immer gleich viel Samen ist, was man aus dem Getreide bekommt, könnt ihr das ja mal schreiben. Aber auf jeden Fall bekommt man immer mehr als genug, dass man alles, was man abgebaut hat, wieder anpflanzen kann. Und das ist natürlich sehr, sehr cool gelöst. Auf
diese Weise müssen wir nie irgendwie neue Körner sammeln, nachdem wir abgeerntet haben. Und wir kriegen natürlich Unmengen an Brot und so verhungern wir nicht mehr. Was ja schon mal irgendwie in irgendeinem größeren, wichtigeren Let's Player passiert sein soll, irgendwann mal, habe ich gehört. Dass der irgendwie mal verhungert sei. Obwohl er noch einen Apfel in der Truhe hatte. Schön blöd. So, da noch und da noch. Und dann ist der Part auch wieder zu Ende, leider. Okay, den nächsten Part nehme ich noch auf. Den könnt ihr nicht beeinflussen, was ich da machen werde. Aber ihr könnt in die Kommentare schreiben für den Part danach. Oder die Parts danach. Was ihr gerne sehen wollt. Und dann werde ich auch versuchen, darauf einzugehen. Im Moment habe ich ein bisschen Bock, hier unten noch weiter auszubauen. Das mache ich jetzt auch im nächsten Part. Ich finde, das sieht hier schon mal sehr, sehr, sehr cool aus. Mit der Glasfront und dem Getreide dahinter. Also, ich sage ciao und dann freue ich mich auf den nächsten Part. Bis bald.